Hallo meine Damen und Herren und willkommen zur aktuellen Märchenschau. Gut, und willkommen bei Fairy. Ich glaube, wir sind soweit fast durch. Wir haben jetzt letztes Mal die Quests hier noch in der Stadt der Illusionen vollendet. Und jetzt betrete ich mal wieder den Spiegel. Wo ist er denn? Hallo? Ist er weg? Nein, da ist er doch. Jetzt bin ich gespannt, was Oberon da so zu uns sagt. Aber zuerst habe ich ja die eine oder andere Sache noch zum Abgeben. Gobadik müssen wir noch. Und zu Arachne. Wer ist denn hier am nächsten? Da ist der. Ach, für den müssten wir ja eigentlich auch noch eine Quest machen. Ach, was haben wir denn da noch? Ich schaue noch mal kurz. Ja, hier müssen wir Marsyas glücklich machen. Naja, bleibt er wohl unglücklich. Das ist doch Marsyas. Ja, ja. Tut mir leid. Du bleibst unglücklich für den Rest deines Lebens. Bekümmerlichen Lebens. So. Gut, und hier ist Gobadik. Unser hübsches neues Gesicht. Wie kann ich dir helfen? Eigentlich hätten wir keine Fragen, sondern nur Antworten. Genau, hier. Gubemush. Das war der eine Cousin. Glaube ich, bei Yggdrasil, oder? Wenn mich nichts täuscht. Gute Nachrichten. Ich habe einen deiner Cousins, Gubemush, gefunden. Er lebt am Fuße von Yggdrasil. Genau. Das Schicksal war doch noch gnädig. Geht es ihm gut? Hat er irgendwelche Neuigkeiten? Ja, der hat uns auf einen anderen Cousin verwiesen. Natürlich. Lässt er dich herzlich grüßen. Darüber hinaus hat er mir von einem anderen Cousin erzählt, der schon viel länger weg ist. Der erste Cousin hatte sich wohl auf den Weg gemacht, um den zweiten Cousin zu suchen. Und so ging es immer weiter. Jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich wieder an den zweiten Cousin, als wäre es gestern gewesen. Ach, was sind wir doch für eine große, abenteuerlustige Familie. Egal, wohin du gehst, du wirst immer auf einen von uns stoßen. Oh Gott, ja. Danke. Außer meiner Wenigkeit, natürlich. Mich findet man nirgends. Sag mal, falls du dem zweiten Cousin zufällig über den Weg läufst, kannst du ihm dann meine allerbesten Grüße bestellen und ihn fragen, was es Neues gibt? Ja, zufälligerweise sind wir den schon über den Weg gelaufen. Der hieß der Gobiboom? Gobiboom? Ich glaube schon, das war der mit den, ihr wisst schon, naja, ihr wisst besser wie ich. Wie der Zufall will, bin ich auch ihm über den Weg gelaufen. Er hat eine gute Arbeit auf dem Fliegenden Holländer gefunden. Wirklich? Das ist ja fantastisch. Das sind ja fantastische Neuigkeiten. Was hatte er denn Spannendes zu erzählen? Ja, und der hat gesagt, in der Stadt der Illusionen haust noch ein weiterer Cousin. Er schickt dir seine allerbesten Grüße und ich soll dir ausrichten, dass er hofft, eines Tages einen weiteren deiner Cousins zu finden. Er sagt, dieser Cousin würde in der Stadt der Illusionen leben. Wow, was für eine verrückte Familie wir doch sind. Tja, also, falls du ihn eines Tages über den Weg laufen solltest, dann... Naja, der letzte Cousin. Den habe ich auch getroffen. Er lebt in der Stadt der Illusionen und vermisst dich sehr. Er hofft, dich sehr bald besuchen zu können. Jetzt, da die Spiegel wieder besser funktionieren. Oh, das sind großartige Neuigkeiten. Ich hätte nicht im Traum daran gedacht, dass wir uns tatsächlich eines Tages wiedersehen könnten. Dich hat wirklich der Himmel geschickt. Hier, nimm diese Krone als Zeichen meines Dankes. Ein kleiner Vogel hat mir erzählt, dass sie mit einem Sturmwarnsystem ausgestattet ist. Bevor das Unwetter aufzieht, fängt die Krone angeblich an zu knarzen. Ja, das ist wohl Elektrizitäts, ne? Hat wohl was mit Elektrizität zu tun und ist ein Set daraus, denke ich. Vielen Dank, ich bin mir sicher, sie wird mir von großem Nutzen sein. Lebe wohl. Ja, toll. Jetzt brauchen wir eh nicht mehr das Feuerset. Elektrisches Set, ja, danke. Ich bin mir aber eh noch nicht sicher, ob das Spiel wirklich beendet ist jetzt, wenn wir mit Oberon sprechen. Weil, schaut mal, da gibt es noch ein paar Spiegel, die kaputt sind. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, wow, wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Spiegel. Da könnten wir noch ein bisschen Arbeit vor uns haben. Wobei ich wirklich bezweifle, dass es noch lange dauern wird. Was ist das denn? Ach, ein Fisch. Das ist ein Fisch. Ich dachte eben, huch, was liegt denn da? Gut, dann gehen wir nochmal zu Arachne.
und geben ihr den schönen Stoff. Hallo Bramor, kann ich dir irgendwie helfen? Ich habe das Stück Stoff beschafft, das du wolltest. Es wurde vom besten Weber gefertigt, der in der Stadt der Illusionen zu finden war. Welch einzigartige Qualität! Kein Stoff ist so fein wie dieser! Bitte nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Das Weglassen dieser von mir hochgenähten Sachen. Solch widerstandsfähige Kleidung wirst du selbst jenseits der Spiegel nicht finden können. Ja, und was kriegen wir? Vielen Dank und bis bald. Wir bekommen verbessertes Wasserset. Wir haben jetzt fast alles. Oder? Außer ein paar... Ich schau mal, hier zum Beispiel... Nee. Uns fehlt noch ein bisschen was. Haben wir doch ein paar Truhen leider verpasst. Oder... da fehlt uns aber ziemlich viel noch. Oder mit ein paar Leuten nicht gequatscht. Egal, scheiß drauf. Wir haben's soweit abgeschlossen. Und damit bin ich eigentlich zufrieden. Ich mag es eigentlich zu 100% Spiele zu spielen. Also abzuschließen, aber was nicht ist, soll eben nicht so sein. Und jetzt reden wir mit dem Herrscher, mit dem König, mit Oberon? Hallo? Eins höher? Bramor, warte auf mich! Du warst doch genau hinter uns. Was ist denn los? Ich möchte dir bei dir sein, wenn du Oberon triffst. Es ist zwar nett von dir, dass du mich begleiten willst, aber geht es dir nicht eher darum, deine alte Rechnung mit deinem Vater zu begleichen? Habe ich da irgendwas verpasst? Aziel ist wirklich Oberons Vater. Wir haben uns mit der Tochter von Oberon eingelassen. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das genauso wieder gemacht, um dir nur eins reinzuwürgen. Jetzt müssten wir eigentlich die Tochter verlassen. Und ja, so schamlos, nein, so bin ich natürlich nicht. Nein, Aziel ist ja süß. Die behalten wir als Freundin. Gehört uns. Haben wir gekauft. Aber ich wusste nicht, habe ich irgendwas verpasst, dass wirklich die Tochter von Oberon ist? Irgendwie habe ich da was nicht mitbekommen. Naja, ich könnte jetzt einfach auch sagen, ja, ich wusste es von Anfang an, dass es die Tochter ist. Klar. Ja, lassen wir es mal so stehen, ne? Ja, Bramor, ich habe nie eine einfache Beziehung zu ihm gehabt, wie du weißt. Aber wir haben herausgefunden, was wir herausgefunden haben, macht mich sogar noch wütender. Und ich möchte das jetzt ein für alle Mal mit ihm klären. Ja, ich verstehe es. Natürlich verstehe ich das. Und du bist unsere Schnecke, unsere Perle, unsere Elfe. Natürlich kommst du mit. Nun gut, ich verstehe. Ich bin sowieso immer froh, wenn du an meiner Seite bist. Natürlich. Ja, ich auch. Ohne dich ist die Welt so leer und grau für mich. Oh, wie süß. So, aber jetzt müssen wir los. Dann wollen wir zusammen vor den König treten, meine Liebe des Lebens. Ah, ich spüre, wie Avalon langsam wieder von Magie durchdrungen wird. Ich bin sehr stolz auf euch, Bramor. Es ist euch gelungen, den Heiliger Skarabäus, das heißt Heiligen Skarabäus, zu finden und ihm zu helfen. Ich danke euch im Namen des Volkes von Ferry. Jetzt könnten wir eigentlich sagen, naja, alles in Ordnung, aber es ist alles nur deine Schuld. Alles nur Oberons Schuld. Und wir sind Anti-Oberon jetzt einfach. Richtig Anti-Oberon. Die Stadt der Illusionen wurde in der Tat gerettet. Aber wieder wart ihr es, der die missliche Lage verschuldet hat. Wo auch immer im Königreich ich auftauche, lauert eine große Gefahr, die auf irgendeine Weise mit euch in Verbindung steht. Du hast recht, Bramor. Der Stolz des Königs stürzt seine Untertanen ins Verderben. Lass Bramor zu Wort kommen, Aziel. Ja, ich habe Fehler gemacht, aber ich kann mich für jede Anschuldigung rechtfertigen. Selbstsüchtig, Anschuldigungen? In der Tat habe ich euch gewisse Dinge vorzuwerfen. Ich höre. Na, so langsam wird er auch ein wenig sauer. Gott, hier haben wir ganz schön viel, was wir sagen können. Komm, nehmen erstmal Selim im Schutz.
mein Gefährte hat mir erzählt, wie sehr ihr die Stadt der Illusionen vernachlässigt habt. Ihr habt euch nicht um die Kultur dieser Welt geschert. Hättet ihr mehr Interesse gezeigt, wäre das alles vielleicht nie passiert. Es ist leicht, über andere zu urteilen. Ihr müsst begreifen, dass es schwierig für uns ist, diese Welt zu verstehen. Das erfordert viel Zeit und Geduld. Einst existierten hunderte Welten dieser Art. Denkt ihr wirklich, dass man einfach mal kurz und innehalten kann und dann sofort weiß, was überall vor sich geht? Und dennoch, ich werde in Zukunft versuchen, aufmerksamer zu sein. Ich verstehe jetzt, wie wichtig es ist, die Märchenwesen zu beschützen. Ganz gleich, wo sie leben. Komm, weitere Anschuldigungen. Wir kreiden denen jetzt einfach alles an. Es gibt da noch etwas, das ich sagen will, das ich loswerden will. Boah, wir sind wirklich richtig anti. Ah, naja, egal. Der hat's verdient. Bert hat mir alles erzählt. Ich weiß jetzt, dass ihr ihn entsandt habt, um unsere Gruppe auszuspionieren und mich im Auge zu behalten, um sicherzugehen, dass ich meine Fehler aus der Vergangenheit nicht wiederhole. Hättet ihr auf mich gehört, hätten uns meine sogenannten Fehler helfen können, eine derart bedrohliche Situation zu vermeiden. Ihr habt mich für Jahrhunderte weggesperrt, manipuliert und belogen. Es ist wahr, ich habe Bert befohlen, mit euch zu gehen und euch im Auge zu behalten. Ja, und es ist wahr, dass ich euch eingesperrt habe. Aber vergesst nicht, dass auch ich es war, der euch aus eurem Tiefschlaf erweckt hat. Mir wurde bewusst, welchen großen Fehler ich begangen hatte, weil ich euch auf Distanz halten wollte. Und ihr habt bewiesen, wie ihr mit eurem Heldenmut dem Königreich Fairy helfen könnt. Hi, ich bin jetzt wirklich zwiegespalten. Eigentlich bereut er das ja. Eigentlich bereut der Oberon seine Taten. Aber wegen eurem blinden Hass auf die Menschen habt ihr mich nicht nur weggesperrt, sondern auch noch viele andere Fehler begangen. Ich widerspreche euch nicht, aber meine Taten haben das Königreich Fairy vor den zerstörungswütigen Menschen beschützt. Es tut mir aufrichtig leid, was ich euch angetan habe. Aber heute braucht das Königreich euch, und zum Wohle der Märchenwelten und alle ihre Bewohner bitte ich euch inständig, euer Leid zu vergessen. Komm, weitere Anschuldigungen. Wir gehen jetzt einfach mal alles durch. Es gibt da noch was, was ich sagen will. Ich höre. Der Ifrit. Ich musste auf dem Skarabäus einen Ifrit bekämpfen. Er war der Peiniger und wollte sich eurem Einfluss entziehen. Denn ihr seid der König, auch wenn ihr euch nicht um eure Untertanen dort kümmert und für ihre Sitten und Bräuche nur Verachtung übrig habt. Ich bin der König der Märchenwesen, Bramor. Ich stelle mich euren Fragen und sogar euren Anschuldigungen rein aus Dankbarkeit. Wie eitel, weil ihr dem Königreich einen ehrenvollen Dienst erwiesen habt. Den gleichen Respekt würde ich auch jedem anderen Volk entgegenbringen. Aber anstatt Großes zu leisten, haben sie ihre Welt ernsthaft in Gefahr gebracht. So, und jetzt die letzte Anschuldigung. Ja, ich höre. Melusine. Die Nixen haben auf dem Fliegenden Holländer nur euren Befehlen befolgt. Bei eurem Versuch, das Königreich von der Welt der Menschen zu isolieren, hättet ihr fast eine ganze Märchenwelt zerstört. In der Tat, die Nixen haben auf meinen Befehl gehandelt. Ich wollte mein Volk vor denen schützen, die uns drangsaliert und angegriffen haben. Sie sind eine Gefahr für unsere Welt. Mir war nicht bewusst, wie wichtig es ist, dass das Schiff zwischen den Welten verkehrt. Ich habe mit guten Absichten gehandelt. Ja, aber gute Absichten reichen nicht aus. Du musst auch mal dein Köpfchen anstrengen, Herrscher, König. Du bist der König. Was erwartest du? So. Ich verstehe, oder ihr seid schuld? Das muss ich mir jetzt gut durch den Kopf gehen lassen. Ene, mene, mu. Nein, natürlich ist er schuld an allem. Ihr seid ein hochnäsiger Egomane und hättet euer Volk beinahe in den Ruin getrieben. Du hast recht, Bramor. Wenn wir zulassen, dass der König weiterhin an der Macht bleibt, ist das Königreich Fairy dem Untergang geweiht. Sein Hass auf die Menschen wird den Tod über uns alle bringen. Genau, immer die Menschen sind schuld. Aziel, törichte Narrin, wann wirst du endlich vernünftig? Was weißt du schon über die Welt der Menschen? Man sieht doch nur allzu gut, dass deine Taten nichts als Zerstörung über die Welt gebracht haben. Und du glaubst, du könntest es besser? Es geht dir doch
nur um die Krone. Ist es die Gier nach Macht, die dir die Sinne vernebelt und deinen Mund lockert? Ganz und gar nicht, aber ich weiß, dass man dir nicht trauen kann. Bramor, ich flehe dich an, kehre diesen Tyrannen den Rücken. Zusammen werden wir meine Mutter finden und sie wird uns helfen. Wenn du diesem Größenwahnsinnigen weiterhin die Treue schwörst, kann ich nicht länger bei dir bleiben. Oh Gott. Oh mein Gott. Gut. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Oberon treu ergeben oder sind wir Oberon treu ergeben oder brechen wir mit Oberon? Oh Mann. Ja. Welche Seite stellen wir uns jetzt? Auf Aziels oder Oberons Seite? Wir könnten ja mit ihr ihre Mutter finden. Vielleicht ist das Spiel ja doch noch nicht zu Ende. Vielleicht habe ich mich getäuscht. Huch, da hinten ist Drake. Ich hatte Drake doch gar nicht. Doch, Drake hatte ich dabei. Stimmt. Stimmt, ja. Ja, ja. Ich dachte, ich hätte jemand anderen dabei. Aber der schwirrt da hinten im Hintergrund auch wie süß. Ja, wir brechen mit Oberon. Ganz klar, oder? Ist zwar jetzt eine große Entscheidung. Die schüttelt man nicht einfach so auf den Ärmel. Aber wir haben darauf hingearbeitet. Und das werde ich jetzt auch tun. Wahrscheinlich hast du recht. Wenn uns deine Mutter wirklich helfen kann, sollten wir nach ihr suchen. Ich habe mein Vertrauen in den König verloren. Wie alle anderen Märchenwesen auch. Das werdet ihr bereuen. Ich bin der König der Märchenwelt und werde es auch immer bleiben. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um meine Untertanen vor der Torheit der Menschen zu beschützen. Er will einfach nicht damit aufhören, die Menschen für das verantwortlich zu machen, was er verschuldet hat. Er ist genauso blind, wie er dumm ist. Komm mit, er kann uns nichts anhaben. Dumme Narren, nichts und niemand wird seine Hand gegen mich erheben. Ja, jetzt haben wir einen neuen Krieg. Der Krieg der Märchenwesen, Oberon gegen den Rest der Welt. Spiel speichern? Ja. Was passiert jetzt? Bricht jetzt der Krieg aus? Hallo? Hallo? Was passiert hier? Oh, dem Heldenmut und der Klugheit von Bramor und den Gefährten ist es zu verdanken, dass die Spiegel von Yggdrasil, dem fliegenden Holländer und der Stadt der Illusion wieder glänzen. Aber frisch geputzt. Frisch geputzt, sage ich euch. Ihre Magie stärkt Avalon und nun scheint auch die Lage für die anderen Spiegel nicht mehr aussichtslos zu sein. Dahinter warten andere Welten und Märchenwesen auf Hilfe. Avalon wird diese neuen Bündnispartner brauchen, denn eine unerbittliche Schlacht steht im Königreich bevor. Genau, gegen Oberon. Fortsetzung folgt. Und das war's anscheinend mit Fairy Legends of Avalon. Krass, das ging aber jetzt schnell. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Zick, zack. Gerade mit Oberon gesprochen und schon das Spiel zu Ende. Ich wusste, dass wir ziemlich weit am Ende sind, aber so? Das ist aber kein befriedigendes Ende, finde ich. Das hätten sie anders machen können. Ja, es gibt Aussicht auf einen zweiten Teil, aber der wird nie erscheinen. Ich habe nichts von einem zweiten Teil bisher gehört. Und das Spiel ist schon 6 Jahre alt. Das hat schon seine Jahre auf dem Buckel. Also ich bezweifle, dass nochmal ein Teil 2 rauskommt. Schade. Weil ich wäre gerne in die anderen Spiegel geflogen, hätte mal da die Märchenwesen besucht und die Welten erkundet. Aber nein, das bleibt uns leider erspart. Naja, was soll ich sagen? Das Spiel war gut. Hat mir eigentlich recht gut gefallen. Natürlich ist das kein Vollpreisspiel. Für 50 Euro würde ich sagen, nein, holt euch das nicht. Aber wer ein bisschen Kleingeld hat, kann das gerne mal spielen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, hat mir ein bisschen die Zeit vertrieben. Ich fand's schön. Leider gibt's keinen zweiten Teil. Oh, ist noch immer blöd. Na, was steht da? Gebrüder Grimm? Odysseus? Ach, guck mal. Mein Schatz! Aladdin und die Wunderlampe. Ach, das sind wahrscheinlich die Märchen von denen, die ein bisschen abgekupfert haben. Goldlöckchen. Das kenne ich nicht. Leon Siede. Es war einmal oder Leon Sedan oder so. Keine Ahnung. Titania. Der kleine Däumling. Ach, schön. Jean-Pierre Boudon. Gut, ich glaube, das war's.
Ja, das war's. Wir sind durch. Endgültig. Wir haben ein paar Geheimnisse noch nicht entdeckt, ein paar Ausrüstungsgegenstände nicht gefunden, ein paar Quests nicht abgeschlossen, aber im Großen und Ganzen sind wir durch. Wir haben es geschafft. Ein bisschen freue ich mich, dass ich es durchgezockt habe. Ist zwar schade, wie gesagt, dass kein zweiter Teil erscheint. Vielleicht habe ich auch falsche Informationen. In ein paar Jahren, dann spiele ich hier Fury 2, was weiß ich. Aber momentan sieht es so aus, als gibt es keine Fortsetzung. Naja, müssen wir so hinnehmen. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht, mir beim Spielen zuzusehen. Ist halt immer so, mit Lesen habe ich es halt auch nicht so und dann muss ich da so viele Texte vorlesen. Ich hoffe, es war nicht allzu eine Qual für euch. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr den einen oder anderen Let's Play von mir auch ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt. Ein paar Daumen hoch, natürlich. Welcher YouTuber freut sich darüber nicht? Kann ich ja ganz offen zugeben. Ja, Kritik könnt ihr äußern, aber auch, was ich vielleicht gut gemacht habe. Ich würde mich freuen über eure Meinung. Okay. Dann verabschiede ich mich und wie immer sage ich euch auf Wiedersehen und alles Gute. Tschüss!